Herzlich willkommen zum Präsentationsvideo des Projektes 33. Die Aufgabe in dem Projekt war es, einen USB-Rocket-Launcher in eine EV3-Konstruktion zu implementieren. Wir haben hier unser Ergebnis, unsere EV3-Steuereinheit, einer kleinen Platine, die selbst entworfen wurde, ganz einfache Transistorschaltung. Und durch unsere Lego-Konstruktion haben wir sehr große Freiheitsgrade, die mein Kollege jetzt einmal zeigen wird. Bis zu zwei Umdrehungen in der X-Achse, hohe Neigung in Y-Richtung und über eine leichte Ansteuerung über ganz normale EV3-Motorsignale, PWM 0-100%, funktioniert unsere Schussvorrichtung, wie sie funktionieren sollte. Viel Spaß beim Nachbau, alle Dateien finden Sie im Wiki und viel Erfolg!